deine Frau betrügen, du ehrenloser Alter. Oh Mann, komm her im Land, Senni. Komm her ran. Wer bist du dann? Ich ruf die Polizei jetzt, okay? Liebe Was Passion Army, herzlich willkommen zu diesem Video und Freunde, heute gibt's wirklich was richtig krasses. Und zwar, bevor das Video beginnt, möchte ich gerne was sagen. Und zwar, wenn ihr alle in der Was Passion Army sein wollt oder meiner Army beitreten wollt, wir sind schon 190.000 Was Passierer, die nicht wissen, was passiert in dieser Folge, dann lasst einfach ein Abo da und schreibt unten in die Kommentare rein, Was Passion Army. Und Freunde, da seid ihr auch in der Was Passion Army mit 190.000 Menschen. Freunde, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr einfach meinen Creator-Code einem nächstes eintragt und um mich noch mehr zu supporten, als ihr eigentlich schon tut und mich dann auf Instagram darauf markiert, da heiße ich auch I'm Natis und dann würde ich euch in meine Story packen als Dankeschön. Mich hat heute einer angeschrieben und zwar Sean, ihr kennt den ja auch früher von Zwei Jungs wollen ein Mädchen, hat gesagt, Natis, Digga, ich brauche deine Hilfe, ich habe ein Problem, ich liebe ein Mädchen, du musst mir helfen. Und Freunde, er ladet mich schon die ganze Zeit ein, ich gehe jetzt bei ihm rein und versuche das Ganze zu klären. So Freunde, hier ist die Einladung, wir gehen direkt rein, ich bin wirklich gespannt, was für ein Mädchen das ist und was der da so braucht. Hallo Bro, was geht ab? Natis, hallo. Bevor irgendwas ist, lass erstmal zocken, random Duos und dann kannst du mir alles erklären, okay? Okay, lade ich mich ein. Jo. Also Natis? Ja, Bro, schau dich. Kann ich dir das jetzt? Ich will dir was sagen, Bro. Also, ja. Kennst du Vivi? Vivi, ja, ich kenn die klar, Digga. Was ist mit der? Mit der mache ich auch immer Videos. Lass mal ja, hier. Ja, das habe ich mitbekommen, Bro. Ey, schau mal, diese Vivi, ne? Kein Spaß. Ich glaube, ich habe mich in die verliebt. Dein Ernst? Ja, Bro. Aber ich weiß nicht, wie ich es so sagen soll. Und ich will mich mit der treffen. Aber du weißt ja, dass Corona und so ist. Corona macht richtig Auge. Ich darf nicht raus. Und ich kann mich nicht mit der treffen, Bruder. Ach, boah, Digga, das ist richtig mies, Digga. Und was machen wir jetzt? Ja, Bro, deswegen brauche ich deine Hilfe. Ich kann es dir ja schon mal. Ich habe Angst, jetzt so einfach so ins Gesicht zu sagen, so, Bro. Weil du weißt schon, Bruder, ein bisschen kritisch. So, ich kann dir nicht sagen, ey, wie ich liebe dich, können wir rausgehen. Ja, Bro, das muss irgendwie anders ablaufen. Du musst okay, mir helfen. Schau mal. Dann lass so machen. Sie denkt ja wahrscheinlich nur, ihr seid Freunde, oder? Oder wie ja. Schaut's aus? Okay, Bro, das ist halt ein ganz schwieriges Thema. Lass so machen, ich lade sie jetzt ein und dann gebe ich dir einfach Tipps, wie du sie klärst. Aber Bro, du darfst nicht verkacken, Digga. Du darfst gar auf keinen Fall verkacken, sie zu klären, Digga. Ich lade sie jetzt ein, Digga. Bis gleich. Okay, gib mir Tipps, Bruder. Ich bin so nervös, Bruder, no Witz. Alles gut. Warte, ich schlag sie vor und dann kannst du die einladen. Ja. Bro, wo bist du gelandet? So, Freunde, ich habe jetzt das Mädchen eingeladen. Er wird sie jetzt nochmal fertig einladen und dann werden wir es auf jeden Fall versuchen, sie zu klären. Bro, ganz wichtig, Digga. Du tust einfach, als ob ich nicht da bin, okay? Ich bin einfach gestummt. Ich gebe dir einfach Tipps, wie du sie klärt. Okay. Let's go. Und Bro, seit wann liebst du sie schon? Ja, Bro, seit so, glaube ich, schon so seit 2 Monaten. Ne? Was findest du an der geil? Ja, Bro, jetzt mal ganz ehrlich, Bruder. Ich weiß nicht, ob du sie in Real Life schon mal gesehen hast, aber Bro, der sieht richtig geil aus, Bruder. Ihr Körper ist richtig geil, Bruder. No Witz, Alter. Bruder, du weißt damals schon, Bro. Du weißt damals schon. So ein fetten Arsch, Bruder. Chill mal dein Leben, Bro. Chill mal. Wir laden sie jetzt ein und dann nice, Digga. Wieso kommst du jetzt nicht? Ich hab die eingeladen, Bruder. Warum? Ich weiß es nicht. Sie muss jetzt kommen. Ich bin so nervös. Hier kann ich was am Ende scheiß rein. Die will keinen Kontakt mehr mit mir Nein, haben. Bro. Chill einfach dein Leben. Ich klär dir schon. Und dann kein Problem, Bro. Du wirst dich schon heute Nacht sogar Boom Boom Chakala machen. No joke, Digga. Mein Künstler. Und mit deinem Mut, Digga, wir machen alles Boom Boom. Vertrau mir. Okay, ich vertraue dir, Nate. Ist du. Ich vertraue dir. Geil. Okay, Bro. Begrüß sie jetzt. Sag, wie geht's uns? Hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, mir geht's auch gut. Was hast du heute gemacht? Du bist einfach leise. Bro, wie redest du mit der? Jetzt chill mal, Junge. Was, Digga, wieso weinst du denn bei Brien? Chill doch mal. Und was hast du heute gemacht, Vivi? Ich hab grad noch ein Buch gelesen. Und du? Ja, ich hab auch ein paar Bücher gelesen und spiel Fortnite. Du weißt Fortnite und so. Wollen wir vielleicht mal ein Buch zusammenlesen? Freunde, der Typ ist so verknallt in die, der ist gerade so nervös. Er weiß gar nicht, was er labert, Digga. Er weiß echt nicht, was er redet gerade. Weil du weißt ja, Fortnite ist halt nicht mehr so cool. Deswegen wollen wir einfach ein Buch zusammenlesen. Wir treffen uns dann und dann treffen wir uns, auch wenn Corona ist, egal, ist kein Problem. Treffen wir uns einfach und lesen ein Buch. Aber ich darf jetzt nicht raus. Warum? Mein Vater rastet aus, wenn er erfährt, dass ich rausgehe. Ohne Scheiß. Dein Vater? Ja. Ey, Bro, chill. Weißt du, was du zu dir jetzt sagst? Sag einfach, dann darf ich zu dir nach Hause oder so. Dann klappt es safe. Oh, Digga, sag jetzt, geh jetzt nicht so darauf ein, wenn sie sagt, ja, ich kann nicht oder so. Gib dir jetzt ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, okay? Was ist, wenn ich dann einfach so zu dir nach Hause komme? Das wird doch gehen, oder? Ich darf generell nicht zu einem Jungen und ein Junge darf nicht zu mir. Tut mir leid. Bruder, mies, Digga. Digga, weinst du? Weißt du, was soll ich machen, Bruder? Digga, weinst du gerade? Bruder, was soll ich machen? Digga,
chill mal dein Leben, beruhig dich, Bro, beruhig dich jetzt wirklich. Wenn du weinst, dann geht alles den Bach runter, vertrau mir, Digga. Bei Weinen funktioniert nichts, schau mal. Bro, ich geb dir jetzt noch einen Tipp, ne? Sag jetzt einfach direkt, ich liebe deinen fetten und vielleicht will sie dich dann, Digga. Mach nicht auf romantisch, mach Gegenteil. Sag, ich will dich boom, boom, schalach, so. Okay, okay. Ey, Vivi, ich muss dir was sagen, okay? Das liegt mir auf dem Herzen. Sag. Ich mag so deinen geilen Arsch haben. Ist das dein Ernst? Bist du jetzt auch so ein Fuckball von nebenan, oder was? Nein, nein, das hab ich gar nicht so gemeint. Du guckst nur auf meinen Arsch, oder? Nein, was nein. Was bist du? Nein, warte, beruhig dich. Warte. Nein. Nein, das war nicht so gemeint, wirklich. Ich mein, du hast doch einen schönen Arsch, und das ist halt... Digga, es tut mir leid, Digga, ich hab verkackt, Digga. Aber weißt du was? Du wirst jetzt einfach zu ihr jetzt sagen, ich liebe dich auf romantische Art. Vielleicht geht's ja dann, Digga. Die ist ein bisschen komisch, Bro, ich sag dir ehrlich. Ich dachte, sie steht auf sowas. Ey, Vivi, das war nicht so gemeint, okay? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich dich auf romantische Art und Weise liebe. Verstehst du? So auf Macho-Basis. Was laberst du? Nicht Fuckboy-Basis, sondern auf Macho-Basis. Du weißt schon, Digga, dieses... Du bist einfach komplett... Bro, jetzt hör mal auf zu reden. Warte, lass mich mal mit dir reden, okay? Ich rede jetzt mal für dich mit dir, okay? Hallo, okay, Vivi, mach. Bist du da? Ja. Hey, schau mal, Vivi, also der Sean hier ist eigentlich wirklich toller Typ. Ich kenne ihn jetzt schon seit lange. Und das Problem ist einfach, er hat halt einfach kein Glück mit den Weibern, weil er wirklich immer, wenn er ein Mädchen liebt, so richtig sie komplett in der verliebt ist und dann halt nicht mehr weiß, was er machen soll, so richtig schüchtern. Und ich hoffe, du verstehst das, deswegen labert er auch gerade so viel Scheiße. Wenn du Lust hast, komm, dann kannst du ja gerne heute Abend mit ihm raus oder so. Er liebt dich halt wirklich vom Herzen. Er labert so viel Scheiße, weil er so nervös ist. Vielleicht kannst du ihm ja seine Nervosität wegnehmen, indem du einfach auch zu ihm sagst, dass du ihn liebst. Oder ich weiß ja nicht, ob du ihn liebst oder Gefühle für ihn hast. Guck mal, ich würde ihm auch gerne helfen, aber ich darf nicht raus. Mein Vater rastet einfach nur aus. Warte mal, wie heißt denn dein Vater? Tamo. Aus welchem Land kommt ihr? Deutschland. Also ihr seid Deutsche, okay. Und was ist dein Vater für ein Landsmann? Er ist Türke. Okay, gut. Ja, warte mal. Wenn das so ist, wenn du jetzt mit ihm zusammen sein könntest, von dir aus, würde das dein Vater erlauben? Nein, er rastet einfach nur komplett aus. Vor allem, wenn ich mit einer Freundin schon nach Hause komme, rastet er aus. Aber sag ihm einfach, ich bin schwul oder so. Oha, nein. Ja, vielleicht sag ihm das einfach oder so, weil dann sagt er vielleicht nichts. Ja, nächstes, Bruder, was sollen wir jetzt machen? Hilf mir doch, Digga. Bro, das ist echt eine schwierige Situation, Digga. Ich schwör's dir, ich war noch nie in so einer Situation. Bin ich dir ehrlich, komm her, ich geb dir ein Video und so. Dann kannst du ein bisschen Kraft sammeln. Schau mal, Digga, wenn sie jetzt so sagt, dann sag ihr jetzt, ob sie sich mit dir was vorstellen könnte, wenn ihr Vater nicht dazwischen wäre. Mal gucken, was sie dann sagt. Ey, Vivi, ich wollte dich fragen, glaubst du, du könntest dir was vorstellen mit mir, wenn dein Vater nichts dagegen hätte, also wenn dein Vater nicht zwischen uns beiden stehen würde? Natürlich könnte ich mir was vorstellen. Guck mal, du bist so hübsch, du hast so einen schönen Charakter, aber Mann, mein Vater, der ist die ganze Zeit im Weg. Was? Bro, sie liebt dich ja schon die ganze Zeit, hat aber nichts gesagt. Alter, das nenne ich mal eine Gentleman-Frau, Digga, let's go. Bro, dann sag ihr doch einfach mal, warte mal, lass mich mit dir reden. Ey, Vivi, guck mal, yeah. Ich habe das jetzt gerade gehört, dass du ihn auch liebst und so. Lass doch mal deinen Vater einladen, ich kann ja ein bisschen mit ihm reden, vielleicht kann er ja sagen, okay, dann können wir das ja so machen, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber bist du sicher, weil der wird sonst komplett ausrasten. Ja, ich bin mir sicher. Warte, ich kannst du ihn einladen? Vielleicht dann rede ich einfach ein bisschen mit ihm. Ja, mach. Perfekt. Freunde, sie ladet jetzt den Vater ein. Mal gucken, was er dann zu ihr sagt. Und ich bin wirklich gespannt, ob er dann lässt, dass sie in einer Beziehung sind. Also, Freunde. Okay, Freunde, wir warten jetzt auf jeden Fall immer noch auf den Vater. Ich hoffe, der kommt jetzt rein und wir sind alle wirklich gespannt, was seine Meinung dazu sein wird und ob sie sich lieben werden. Ob er lässt, dass sie zusammen sind. Was denkst du, Vivi? Ich meine, du kennst ja deinen Vater schon wirklich sehr lange. Wie würde er jetzt dann reagieren, wenn wir ihn sagen, dass ihr euch liebt? Ich hoffe einfach, er wird nicht ausrasten. Boah, das wird so crazy jetzt, ne, Freunde? Ich hoffe auch, dass er jetzt nichts macht. Wie gesagt, ich finde einfach, wenn man sich liebt, dann sollte man schon zusammengehören und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wir gucken jetzt nochmal, was der Vater jetzt nochmal sagt. Ich hoffe, er rastet nicht aus, Alter. Ich hoffe, er rastet nicht aus. Bruder, mein Puls geht gerade auf 500, Bruder. Ich schwör's dir. Chill, Bro. Chill. Das wird schon. Vertrau mir, das wird schon. Nach den schlechten Zeiten kommen immer gute Zeiten, Digga. Vertrau mir, das ist schon immer so gewesen. Okay, ich vertrau dir nicht. Du bist der König. Du hast schon immer geschafft. Damals hast du es auch geschafft mit Lisa und jetzt schaffst du es auch, okay? Bruder, easy. Hallo? Hallo! Oh, was geht? Du bist doch der Vater hier von der Vivi, oder? Wer bist du, Lan? Am Anaheim? Ne, Dings, wir haben uns gerade im Online-Spielen getroffen. Hier ist noch ein Kumpel von dir dabei. Wir wollten ein bisschen mit dir reden über ein wirklich ernstes Thema. So wirklich sehr ernstes Thema. Jetzt ernstes Thema? Um diese Uhrzeit? Ich glaube, es hakt, oder, Lan? Was ist das? Es ist wirklich ein ernstes Thema. Kannst du, guck mal, Vivi, willst du ein bisschen mit deinem Vater reden? Ja. Guck mal, Papa. Du siehst ja diesen Schaden in der Party, oder? Ja. Und du weißt es ja nicht und ich liebe ihn einfach nur. Was? Wie alt bist du? Was, Liebe, Lan? Was ist Liebe, Lan?
Bitte! Boah, er ist Sean. So süß. Sean, sag doch mal was, Digga. Du musst den Vater überzeugen, dass du sie wirklich liebst, Digga. Sag ihm doch irgendwas. Entschuldigung, Herr Tamo. Was ist? Wer bist du? Ich bin dieser Sean aus der Party. Ach, sick, der. Tamo, Herr Tamo, jetzt mal ernsthaft, ne? Darf deine Tochter überhaupt einen Freund haben oder wie schaut's aus? Nein, meine Gott, was für ein Freund, nein! Wir haben noch um Schulden uns alles kaputt und das, hä? Wieso Liebe, Land? Wer Schaden? Was ist hier los, Land? Ja, die sind zusammen, die lieben sich doch. Mach doch mal nicht so. Nein, Alter, nein! Was? Bist du so ein Vater oder was? Bist du so ein Vater? Chill mal dein Leben, sei doch mal ein bisschen korrekt, lass doch mal miteinander reden. Ich weiß ja nicht, warum du so direkt auslastest. Was willst du noch reden? Wenn ich sage nein, dann ist nein. Nichts zusammenkommen. Was ist das? Ist das die Gerichtsverhandlung von Dings oder was? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Herr Tamu. Also, das geht gar nicht, wie Sie hier reden. Nur weil ich und Ihre Tochter uns lieben, müssen Sie doch jetzt nicht hier so reden, so aggressiv reden. Sie schreien uns doch richtig an. Suslan? Suslan? Wer bist du, Lan? Heb mal deine Stimme nicht so hoch. Ich bin Sean. Jetzt lassen Sie mich mal mit Ihrer Tochter. Ich will schon, Sie wollen zusammen sein. Lan, du willst Stress haben oder mit mir oder was? Hä? Ich will mit Ihrer Tochter zusammen sein, mehr nicht. Ich hab dir gesagt, nein, dran, kapierst du nichts? Kannst du keine Deutsch? Soll ich Deutsch beibringen? Und ich sag ja! Jetzt warte, jetzt chill doch mal, Mann. Was ist denn euer scheiß Problem, Alter? Mann, Papa, warum machst du das? Ich will doch einfach nur mit ihm zusammen sein und du machst irgend so eine Scheiße hier. Ja, aber es geht nicht! Es geht nicht! Ich kenn diese Jungen! Kasim, ich kenne diese Junge nicht. Diese beiden, wieso spielst du mit Jungs? Ich hab gesagt, wenn du Fortnite spielst, dann spielst du nur mit Mädchen, mit deiner Freundin und mit deiner Cousine und mit deinen mit deinen Verwandten. Aber wer ist schau mal, Namen an, Sean. Was ist Sean? Guck mal, du bist der Vater, deine Tochter redet sogar respektvoller als du. Sie will doch nur einen Freund haben. Was ist denn dein Problem? So, ich meine, in dieser schwierigen Zeit könnten wir alle so einen Freund oder Freundin gebrauchen. Sean. Ja, Herr Tamo. Hast du eine Mutter? Ich hab eine Mutter, ja, Tamo. Herr Tamo. Okay, Vater auch da? Komm, Jumphead. Ja. Auch ja, okay. Siehst du, geht nix! Ist das dein Ernst, Digga? Warte, ist das jetzt dein Ernst? Ich wollte nur schauen, testen, ob diese Familie hat. Nichts mehr. Ob er Familie hat? Natürlich hat er Familie. Jetzt mal ernsthaft. Was weiß ich? Freunde, er versucht jetzt einfach, seine Mutter von dem Jungen zu klären. Ist das jetzt dein Ernst, Alter Tamo? Herr Tamo! Das geht so nicht! Sie passt. Wieso schreist du dann? Sus, aber der Räum, Sus! Ich hab Spaß gemacht. Das war Prank. Ich möchte mit ihrer Tochter zusammen sein. Mir ist egal, was sie sagen. Ich und sie lieben uns. Warte. Herr Tamo, Sie kommen jetzt in die Lobby rein und wir regeln das wie echte Männer. Ich habe keine Lust mehr, Sie die ganze Zeit zuzuhören. Es gibt einfach keinen Sinn, was die da reden. Wir werden das Ganze jetzt sachlich klären und werden regeln, dass die werden am Ende, wenn wir geredet haben, unbedingt zusammen sein. Das sage ich Ihnen. Bis gleich. Ja. Warte, dann. Ich muss gerade schnell meine Studio-Gäste. Lade schon mal ein. Wir gehen mal rein und lade mich ein, Land. Was ist das, Land? Kindergarten, Punkt 204. So, Freunde, wir haben jetzt den Typen da hier eingeladen, den Vater von dem Mädchen. Mädchen ist auch am Start und der Junge ist auch am Start. Und Freunde, ich sag euch ehrlich, ich hab gar keinen Bock mehr, Mann. Die wollen sich gegenseitig klären, aber mischen sich nicht ein, wenn es streit. Ey, Sean, zeig jetzt mal Eier, Digga. Und Einhorn Magic, gib jetzt deinem Vater eine Ansage, dass du keinen Bock mehr auf ihn hast. So, ganz ehrlich. Er ist doch nur dein Vater, mehr nicht. Was ist mit euch los? Seid ihr wirklich so ängstlich? Vivi? Sean? So, ich möchte was sagen. Alle sind ruhig. Herr Tamo, so hören mir jetzt zu. Hören Sie mir zu. Sind Ihre Ohren gespitzt? Okay, perfekt. So, hören Sie mir zu. Ich möchte mit Ihrer Tochter zusammen sein. Ihre Tochter möchte mit mir zusammen sein. Und mir ist egal, was Sie dagegen sagen. Denn in meinen Augen sind Sie nichts mehr wie ein Internet-Rambo, okay? Ich kann schwören, wenn ich vor Ihnen stehe, Sie hätten nicht so mit mir geredet. Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Sean YouTube, der Echte! Ich will mit Ihrer Tochter zusammen sein! Okay, jetzt nehmen Sie Ihre Beine in die Hand, gehen Sie zu Ihrer Tochter und lassen Sie sie sofort raus! Denn ich möchte mich mit ihr treffen! Oder es kommt zu Ihnen nach Hause, wenn ich dazu nach Hause komme, dann möchte ich eine Metzelt auf dich stehen haben und eine Breze, hast du verstanden? Freunde, der Vater ist absolut, der weiß nicht mehr, was er dazu sagen soll, Alter. Ich bin selber geschockt, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Mann sein kann. Hallo? Ah, jetzt höre ich euch. Was? Jetzt höre ich euch. Okay. Ist das dein Ernst? Was ist los, Mann? Wieso schreit der Land? Ich hab eine Ansage an dich gemacht und du hörst mich nicht! Hey! Ich übersteuert, rede vernünftig, Land. Wie redest du, Land? Warte mal. Vivi, was sagst du zu deinem Vater jetzt? Sag ihm doch mal was. Guck mal, Tamo, ganz im Ernst, ja? Was, Tamo? Baba! Was, ja, Tamo, dann halt Baba, Mann, das nervt mich einfach nur noch! Ich will doch einfach nur einen Freund haben, ich will mit ihm rausgehen, du verbietest mir hier alles!
ist ganz im Ernst, ich zieh aus. Ist mir egal, ich zieh aus. Ist vorbei jetzt. Jungs, ganz ehrlich, beruhigt euch jetzt. Ey, Sean, jetzt sei mal leise, Digga. Du hast bei dem Vater komplett verkackt. Ich hab gesagt, macht Ansage, Digga. Du sagst zu ihm, der soll seine Beine ins andere Zimmer tragen, Digga. Wie soll er denn machen? Bleib doch mal ernsthaft, Junge. Und Tamu hier, versuch doch nicht, dich hier aus der ganzen Situation rauszuklären. Denn du wolltest von Sean die Mutter klären. Hast du eigentlich eine Frau? Vivi, hast du eine Mama? Ja, natürlich. Ey, Tamu, wie kannst du so ehrenlos sein neben deiner Tochter? Deine Mutter, deine Frau betrügen, du ehrenloser Alter. Geh mal weg. Warte. Ey, ganz ehrlich, Herr Tamu. Nein, du bist in meinen Augen einfach nur Tamu. Tamu, ganz ehrlich, hör mir jetzt zu. Entweder du lässt mich mit deiner Tochter zusammen sein oder ich gehe zu der Mutter von Vivi und zu deiner Frau und sage ihr, dass du meine Mutter kennen wolltest. Digga, jetzt ist vorbei. Jetzt müsste er sie geklärt haben. Jetzt ist vorbei. Ende Gelände. Der hört uns, glaube ich, wieder nicht. Hallo? Der hört uns, der tut nur so. Du tust nur so. Tamu, Alter. Es ist jetzt dein Ernst, Mann. Vivi, geh mal an das Zimmer. Schau mal, ob er uns hört. Schau mal, ob er uns wirklich hört oder ob er nur so tut. Geh mal an das Zimmer, Vivi. Ey, Tamu. Ey, hörst du mich, Tamu? Ich hab alle gestummt, Tamu. Hörst du mich? Tamu. Hallo? Ja. Jetzt höre ich, ich hab Stecker wieder reingesteckt. Digga, du weißt schon, dass du komplett in der Scheiße steckst, Digga? Weißt du das? So in der Scheiße. Ich erlaub nichts, mir egal. Da kann sein Arsch aufreißen, wie der will. Er bekommt nichts. Aber schau, Digga, mal, wie der schreit, Digga. Keine Respekt. Ja, aber schau mal, lass ihn doch mit deiner Dings. Vielleicht kannst du seine Mutter klären, Digga. Machst du auch Tauschgegenstand. Tauschaktion. Was Tauschgegenstand? Ich klär schon. Ich schreibe jetzt per WhatsApp mit seiner Mutter. Er checkt das nicht. Das ist dein Ernst? Ja, wieso bin ich denn? Ey, Jungs, schaut mal, Tamu versucht die ganze Zeit deine Mutter zu klären. Tamu, jetzt gib's doch zu, Bro. Was? Gib doch gar nicht! Wieso machst du sowas jetzt? Ja, Digga, weil das ist ehrenlos. Deine Tochter liebt ihn. Digga, das ist so... Das ist keine Liebe, Land. Vivi, jetzt sag mir die Wahrheit. Ja, was soll ich dir denn sagen? Das Einzige, was ich dir sagen kann, ich liebe ihn. Du bist kennst ihn nicht mal! Du betrügst Mama einfach. Was ist mit dir los? Alter. Ich kenne dich so gar nicht. Sie liebt mich. Ja, das ist mein Arsch. Scheiße, hier rum, Junge. Red doch mal ein bisschen respektvoll mit dem Mann. Vielleicht ist es ja dein Schwiegervater jetzt bald, eventuell. ganz kurz. Jungs, shit, mal hört mir mal jetzt zu. Ey, mal alles respektvoll. Wir machen jetzt alles respektvoll, mal ganz ehrlich. Das klappt so nicht. Tamu, ich möchte dir was sagen, okay? Ich rede ganz respektvoll mit dir, okay? Ich rede ganz normal. Tamu, weißt du, was ich dir... Ich will dir einfach was sagen, okay? Hörst du mir zu? Ja, okay, ich höre dir jetzt zu lang. Okay, gut. Aber ob ich jetzt... Okay, Entschuldigung. Okay, warte. Ich wollte deine Tochter doch sowieso eine Bum-Bum-Klackalacka-Mache wegschicken. So ein Ding ist das. Was ist dein Ernst, Digga? Du hast zu mir gesagt, du liebst sie, deshalb hab ich dir geholfen, Digga. Ganz ehrlich, ich helfe euch nie wieder. Ihr seid alle ehrenlos, ganz ehrlich, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Ihr seid in der Was Passieren Army. Ich soll euch helfen, dass ihr einer von mir seid, dass ihr einer von uns seid. Und dann auf einmal betrügt ihr alle und seid alle ehrenlos. Das ist dein Ernst schon, Digga. Das ist dein Ernst, Junge. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er will deine Tochter nur knallen und dann will er weggehen. Oh, Monaco, im Lass den hin. Komm her ran. Wer bist du dann? Ich bin schon YouTube. Sean, ist es denn ernst? Ich hab dich geliebt. Und du machst irgend so eine Scheiße. Du liebst mich gar nicht. Wie ehrenlos. Ohne Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Ihr habt doch gesagt. Tamu, wenn es dich tröstet, ich hab paar Nudes von deiner Schwester, Tochter schon bekommen. Was? Was hast du? Schau, stumm dich. Bro, ich hab dich gestummt. Okay. Sieht die geil aus, jetzt einmal ehrlich. Ja, Bruder, ich schwöre, Bruder, kein Spaß, Bruder. Ja, kannst du auch so später schicken? Geile Mumie. Kannst du auch später die wieder schicken? Ja, aber mach nicht diesen, dass du dann noch diesen machst. Nein, Bro, jetzt könnte ich die mir. Mach nicht diesen, Bruder, du weißt schon. Bro, ich guck grad auf mein Handy. Bitte schick mir jetzt. Okay, warte, ich schick dir, Bruder. Okay. Sei mal ehrlich, Digga. Warte, hier. Sei ehrlich, sind schon heftige Melonen, Bruder. Sei mal ehrlich. Digga, das ist ja ein Junge, Digga. Er ist wie... Ja, was laberst du? Bro, Tamu, der liebt... Oh mein Gott, Freunde, das ist... Nein, hä? Was laberst du? Tamu, er hat gerade Bilder von Viviano, von deinem Sohn Viviano. Der hat einmal Nachtbilder Silviano. Ja. Digga, was liegt dir? Er denkt einfach, das ist ein Mädchen. Vivi hat die komplett aufs genommen. Ui. Vivi, hast du nicht gut gemacht. Nettes, die hören mich gerade nicht. Die Mutter von Sean hat mir gerade Fotos auf WhatsApp geschickt. Nein. sie hat. Nein.
Dingsfotos geschickt. Ich bin schüchtern ein bisschen so. Du weißt schon, welche Fotos, Mann! Er hat jetzt einfach Nudes von seiner Mutter, obwohl Sean von seinem Sohn welche hat. Ich komm nicht mehr klar. Die ganze Sache eskaliert, Mann. Sean ist, Bro, du bist so ein Lappen, Digga. Du hast gesagt, du liebst sie und auf einmal liebst du seinen Sohn, Digga. Das stimmt doch gar nicht, Mann. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich sag, ey, schick mal Nudes oder schick dir Millionen Nudes, Digga. Keine Ahnung, Digga. Der ist ein bisschen fetter, deswegen sah das aus, als wäre der echte Titten. Mach dir nicht die, das ist dir doch auch mal passiert, Digga. Vivi, was machst du mit mir? Vivi? Vivi, das ist dein Ernst? Du verarscht mich? Und jetzt sterbe ich einfach an der Zone? Weil du einfach nur scheiße bist. Ich dachte, du liebst mich. Du machst irgend so eine Scheiße. Jetzt hast du das. Du hast davon was. Guck, jetzt kannst du dir wenigstens meinen Bruder klären. Ey, komplette Eskalation, Mann. Komplette Eskalation. Nee, ich hab keine Lust mehr. Ich rufe die Polizei jetzt, okay? Ich will nicht mehr. Ihr seid alle böse. Herr Tabu, Sie sind. Wissen Sie, was Sie sind? Was passiert in dieser Folge? Ganz ehrlich, weißt du was? Wir treffen uns alle in der Lobby. Kommt in die Lobby, Mann. Ganz ehrlich. Freunde, die ganze Sache eskaliert. Ich nichts mehr wissen. Ich mache ihn. Was sollen tun? Die ganzen Leute sind einfach komplett verrückt. Ich soll denen helfen. Die sagen, wir sind in der Was passiert, Army. Wir haben dich abonniert. Hilf mir. Und auf einmal, ich gehe rein. Die machen so mit meinem Kopf. Tschakalak. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Jungs, geht jetzt alle raus. Ich habe keine Lust mehr. Gerade hier einfach. Ganz einfach. Ey, ganz ehrlich, Sean, du entschuldigst dich jetzt bei dem Mädchen und bei dem Vater. Dann ist alles geklärt. Und Tamu, du entschuldigst dich bei denen, dass du Nudes von seiner Mutter hast. Ich verstehe es nicht mehr, Community. Was kann ich dafür, wenn deine Mutter mir schickt? Foto schickt, Mann? Sean, entschuldigt dich jetzt. Wenigstens du. Alles dein Ernst, oder was? Was glaubst du von meiner Mutter? Was du so Nudes hast? Bist du verrückt? Siehst du meine Augen? Einer schielt auf und einer schielt auf deinen Kopf. Oh mein Gott, Alter. Ihr seid so ehrenlos, ganz im Ernst. Ich hab darauf einfach keinen Bock mehr. Wie ehrenlos und so ein ehrenlosen Vater, der noch meine Mutter betrügt. Boah, okay, es reicht. Freunde, ganze Sache eskaliert langsam. Wenn ihr in die Was Passiert Army kommen wollt, Freunde, droppt jetzt alle ein Abo da. Wir haben schon 190.000 Was Passiert in unserer Army. Und Freunde, unsere Community steigt und steigt. Wir machen am Tag so viele Abonnenten. Und wenn ihr auch in die Army wollt, dann lasst jetzt ein Abo da. Road to 200k. Liebe Was Passiert Army. Ich liebe euch. Das ist einfach die beste Community, die man sich vorstellen kann. Und wenn ihr mich noch mehr supporten wollt, als ihr es eigentlich schon tut, dann wie gesagt, tragt meinen Creator-Code ein in den Item-Shop, und zwar imnatis. Hier kommen jeden Tag Videos um 12 Uhr, um nichts zu verpassen, einfach Glocke aktivieren. Aber Freunde, aktiviert wirklich die Glocke, um wirklich kein geileres Video mehr zu verpassen. Folgt mir auf Twitch, da haben wir schon fast die 11.000 Abonnenten. Wenn wir da die 11k nochmal voll machen würden, das wäre zu wild, Freunde. Ich stream da auch schon seit einem Monat jeden Tag. Und Freunde, wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt, dann folgt mir auch auf Instagram. Schaut unbedingt bei Tamo vorbei, macht mal bei dem Bruder 35.000 Abonnenten voll. Schaut bei Sean vorbei, macht bei ihm die 12.000 Abonnenten voll. Und schaut bei Vivi vorbei, macht bei ihr die 10.000 Abonnenten voll. Ansonsten, beste Community, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es passiert nichts mehr. Ansonsten kommt morgen ein zweiter Teil, wo wir versuchen, das Ganze zu klären. Ciao, ciao.